Jo und willkommen, Freunde, heute zu einem fetten WhatsApp-Prank hier auf meinem Channel. Der erste WhatsApp-Prank, wahrscheinlich auch der letzte, nachdem was passiert ist. Also ich will nicht zu viel spoilern, auf alle Fälle bleibt bis zum Ende dran. Es ist unglaublich, was Fettes passiert. Ihr könntet auch unbedingt was sehen und es ist einfach nur traurig. Ich habe meine somit nach diesem Prank Ex-Freundin geprankt und es ist einfach nur nach hinten losgegangen. Also ich möchte nicht zu viel spoilern, bleibt wirklich bis zum Ende dran, es ist abnormal lustig und abnormal strange einfach, kann man nichts dazu sagen und viel Spaß mit dem Video. Hi, was denn? Sometimes. Was? Something beautiful happens in this world. Ja, ich weiß es, dank dir, Baby. You don't know how to express yourself, so you just gotta sing. Ich weiß nicht, was du meinst. I just had sex. And it felt so good. Gerade? Ernsthaft? Mit wem? Ich bin so naiv mal wieder. Ich will das nicht wissen, das ist ekelhaft. Wieso tust du sowas? Antworte auf meinen Fragen, du Arsch. Ich will davon nichts wissen. Wenn du mich weiter davon vollquatsch, blockiere ich dich. Nein, hatte ich nicht, hätte es gerne mit dir. Trauriger Emoji und so ein herzzerbrochener Emoji. Junge, lass mich. Weißt du was? Ich hatte schon mal Pumpepunkt mit Fabi. Glaubst du ernsthaft, dass ich mit 15 noch Jungfrau bin? Haha, erbärmlicher Lappen. So, und da fing es dann an, wo ich dann mir gedacht habe, yo, jetzt ist der Joke raus, jetzt muss ich ernst werden. Also ich habe geschrieben, rede keine Kacke. Frag ihn, warte, ich habe sogar Beweise. So, dann kam dieses Pick. Ich denke mir so, jo, wahrscheinlich ist das jetzt passiert. Ich schreibe sowieso. Ich denke mir, jo, was geht jetzt ab? Anscheinend bist du auch naiv. Dein bester Freund hatte mit mir Pumpepunkt gemacht. Hahaha, Lappen. Das hätte ich nie gedacht. Bleib mir vom Hals. Hätte vor mit dir demnächst zu schlafen. Willst du sehen, was du verpasst? Und dann hat sie mir dieses Bild geschickt, was ich wahrscheinlich schon zensiert habe. So, das Bild hat übrigens Fabi gerade geschossen. Er sitzt neben mir. Mittelfinger, Smiley, viermal. Es war nur ein Prank, da habe ich es dann aufgelöst, aber es hat einfach nichts geholfen. Aber mit uns ist Ende, Baby. Was für Prank, hallo Schatz. Ich hab dich verarscht, war nur ein Joke, aber was du abziehst, sicher nicht mit mir. Dumm, was für ein Prank. Da hat sie halt so gedacht, jo, wenn es ein Prank war, gut, dann machen wir weiter. Aber safe nicht. Hier sieht man es ja, ich bin nicht sauer, das war nur ein Ausrutscher mit Fabi, bitte verzeih mir bitte. Nein, das war's, ich liebe dich wirklich. Schönes Leben, hör auf. Arschloch, Baby. So, hier war es dann zu Ende. Hier war wirklich der WhatsApp-Prank vorbei. Das war halt auch einfach zu viel des Guten. Und es ist vorbei, die Freundschaft jetzt auf alle Fälle. Und ich hoffe, euch hat dieses Video wenigstens gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich und liked dieses Video für mehr. Denn ich habe jetzt wirklich viel auf mich gezogen, um dieses Video zu machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich und abonniert auch den lieben Lukas Infobox. In der Infobox steht sein Link. Der hat nämlich dieses Video hier gecuttet, weil ich das nicht cutten konnte. Noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.